Aroma. Eine wunderschöne Perspektive, ich weiß. Wir betrachten immer noch diese wunderschöne leere, ich kann nicht sagen Lampenfassung, aber ja, da sollte eigentlich meine Deckenleuchte mit angeschlossen sein, aber ich komme mit meinen Standlaternen auch ganz gut aus und ich weiß nicht, wen ich dafür nerven könnte, damit das mir anschließt. Okay. Das wird nicht besser. Lebt damit. Wir haben es jetzt den 16. März, also ziemlich Mitte des Monats, und die WM 16. Das ist auch, okay, egal. die WM-Woche ist vorbei, aber ja, ihr, die wenigen, die es gucken, werden es wissen, weil sie sich selber gefühlt haben, weil sie entweder selber hin wollten oder Aussteller waren, sein sollten. Ist ja ausgefallen, dank dem bösen C-Wort. Ich möchte es nicht sagen. Und nein, ich habe keine Angst vor Demonetisierung, weil ich monetarisiere nicht. A, es reicht keine Sau und B, ich müsste mich dann beim Fluchen zusammenreißen. Nö. Und ja, ich bin trotzdem nach Leipzig gefahren, weil ich halt endlich Alina alias Elif treffen wollte. Und ich hatte halt auch dieses Jahr das Glück, dass eine Freundin gesagt hat, hey, kannst gern bei uns pennen, muss kein Hotel bezahlen. Weil, ja, wie ihr wissen werdet, sie ziehen scheiße heftig ihre Preise an für die Cons. Oder andere müssen, wenn du dahin fährst. Und das ist abartig. Und ich weiß, hätten sie nicht gesagt, hey, keine Sorge, du kannst bei uns pennen, alles gut. Kümmere dich nur ums Zugticket. Ich hätte es mir nicht leisten können. Das ist einfach unmöglich. Nein. Aber so konnte ich es. Und da war ich halt die zwei besuchen und war an sich auch alles lustig. Ich habe zum Beispiel die eine bei Monopoly abgezogen. Ich hatte da echt Schwein, wie ich gelandet bin, Alter. Und haben uns halt einhalten und so, aber das Beste für mich war einfach Alina endlich live treffen. Weil wir schreiben uns ja jetzt schon seit ein paar Jahren semi-regelmäßig, unregelmäßig, eigentlich so random, zwischendurch mal wieder einen Roman und dann ist Stille. Und es war einfach so ein Bedürfnis, dass wir uns endlich mal live treffen. Ich wollte schon das andere Mal, das Jahr davor auf der, ich glaube, Konichi war das, aber musste dann letztlich einen Rückzieher machen, weil ich dann halt nochmal die Prüfung wiederholen musste und dann halt Geld und Zeit gefehlt hat. Was am Ende aber auch sinnlos war. Egal. Reden wir nicht über dieses dunkle Kapitel. Und es hat geklappt. Und ja, ihr werdet jetzt einfach so ein bisschen Vorbereitungsstuff sehen und eventuell labe ich dazu noch was ein. Ich weiß es noch nicht ganz. Und dann das Kernhighlight dieses Videos, was vermutlich doch der nächste Part wird, denke ich mal, ist dann einfach die ungeschnittene Reaktion von Alina auf die Geschenke, weil ich liebe es, Leute zu beschenken. Und gerade wenn ich die Chance habe, die Reaktion live zu sehen, das ist so das Beste, wirklich das Beste. Also viel Spaß mit meiner Hackfresse später und mit Alinas wunderschön. Brillengesicht. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nochmal erwähnen musste. Ja. Erfahren. Thank you.
dann wird es mal eine Zeit, ein bisschen von ihr zu erzählen, weil es dazu sozusagen eine kleine Ankündigung gibt, die aber ich glaube nur Alina kümmern wird, die sie auch schon weiß. Egal. Das hier ist Kali. Ich hoffe, ich habe gerade ihren Namen richtig im Kopf. Sie gehört zu meiner Spezies, den Teara Demona, die ich auch im Laufe dieses Jahres wiedererwecken werde, wo es sich um zwei Queststränge handelt. Einmal um den geschichtlichen Part, der mir persönlich einfach mehr am Herzen liegt als die Trades, weil die sehr lose gehalten sind, dass du zwar ein Schema hast, was man einhalten soll, aber auch sehr, sehr viel individualisieren kannst. Luft holen. Und dann halt die Magie-Quests, wo du von Level 0 bis zu Level 3 aufsteigen kannst. Aber das muss ich alles noch ausarbeiten. Und der Grundgedanke hinter dieser Rasse ist einfach nur ganz stumpf Symbiose zwischen Mensch und Tier. Wobei das Tier keine Wahl hat. Der Mensch stirbt, warum auch immer, sucht es euch aus. Und setzt sich dann in ein Tier ab und daraus entsteht ein humanoider Körper, womit beide leben müssen. Ob sie sich nun gegenseitig umbringen wollen oder nicht, oder nur zeitweise, ist euer Bier. Nun denn, sie selber war das erste Design, was ich gedroppt habe, beziehungsweise erster Adopt, den ich gedroppt habe, nachdem ich das umgestaltet habe, weil es vorher eine andere Rassenidee hatte, die aber noch beschissener ankam und die ich dann einfach mit in mein Buch schmeißen werde, wenn ich irgendwann dazu komme. Und ja, es sah auf den ersten Blick aus, als würden die Leute drauf anspringen oder zumindest ein paar. Aber ich bin einfach richtig beschissen, was Marketing belangt. Surprise! Egal. Aber Alina hatte halt sofort so gefühlt 10.000 Seiten Stephen King-Roman rausgeschmissen, so zwei oder drei Artworks und das war so. Es tut mir leid, Leute, aber ich habe keine andere Wahl, als sie ihr zu geben. Und sie hat sie auch schon von ein paar zeichnen lassen. Und mich freut das einfach so unglaublich, dass sie meine Designs auch verwendet, weil sie ist ein kleines Designopfer von mir. Auch wenn sie mich jedes Mal dafür hasst, dass ich so ein Detailwahn pflege, aber ach, sie mag auch meine Designs, das ist so schön. Und sie verwendet sie halt vor allen Dingen. Ich meine, es wurden ja auch schon ein, zwei Sachen von anderen abgenommen, aber die verschwimmen halt in der Ecke. Wobei ich eigentlich meine Schnauze halten sollte, weil ich habe auch sehr viele. Also okay, ich habe einen überschaubaren Teil an Adopts, die bisher noch nicht mal gezeigt wurden, oder höchstens ein Bild. Und ja, es ist ein bisschen traurig. Und dann hat sie noch einen anderen Tiara per Auktion, wo sie die einzige Speed-Person war. Und ich liebe immer noch ihren Rückenausschnitt. Aber man sieht sie gerade nicht. Warum erzähle ich von ihr? Weil mir danach ist. Okay, es tut mir leid. Schauen wir einfach weiter dem Work in Progress zu. Und ja, ich muss sagen, ich finde es unglaublich schön, wie flauschig die Schwänze geworden sind. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Aber nun zurück zum Video und einer bestimmt wunderschönen Musik, die ihr gleich zu hören bekommt.
Und die zweite Person, auf die ich mich so unglaublich gefreut habe, wiederzusehen, weil ich sie halt wirklich, wenn nur auf der Con treffe, ist Isogi. Und hier seht ihr einen Charakter von ihr. Wenn ihr sie kennt, was ich hoffe, vielleicht erscheint sie euch als, hey, wer ist denn das? Weil sie hat sie eigentlich nur einmal vor ein paar Jahren wieder rausgekramt. Und das war es in der Anfangszeit und danach hat sich halt Seidels Babys gekümmert. Und auch wenn ich Ming und Co. liebe, aber die Kleine ist mir echt nicht aus dem Kopf gewichen und ich dachte mir so, okay, du zeichnest jetzt einfach sie. Weil selbst wenn du ein VIP postest, das wird keine Sau sofort erkennen und sie aus Versehen markieren oder so, dann kann die Überraschung bleiben. Und ja, sie hat sich dann auch gefreut. Sie hat zwar nicht direkt unter Facebook kommentiert, weil sie da jetzt raus ist. Und halt am liebsten auf Instagram, aber sie hat mir halt auf Instagram dann darauf reagiert. Und das war ganz süß. Was ich halt nur sad finde, ich hätte mich so gefreut, die Reaktion live zu sehen. Ich habe schon eingeplant, dass wir beide heulen, Liebes, wenn du das Video siehst. Das wäre mir so scheißegal gewesen. Es wäre einfach nur so ein Gänsehautmoment gewesen für mich. Und wie ihr gleich sehen werdet, habe ich für beide nochmal ein bisschen Zeichenstuff geholt und für mich aus Versehen auch nochmal ein bisschen mit. Also den Preis, den ich mir im Kopf festgesetzt hatte, eigentlich maximal auszugeben, habe ich aus Versehen verdreifacht. Fragt nicht. Ich bin einfach ein Kunststoff-Opfer. Oh, Hassliebe. Aber bestimmt kriege ich damit ein, zwei schöne Bildchen raus. Also zumindest den Wassernapf weiß ich, werde ich gebrauchen. Ja, ich hoffe jedenfalls, du bist nicht mal ganz so platt, Iso. Ich weiß zwar nicht, was bei dir alles passiert ist, aber du hast ja in der Nachricht schon angedeutet, dass das ja auch nicht so Bombe für dich angefangen hat. Entschuldigung. Und ich höre jetzt besser auf zu reden, weil. Ja. Ich bin dein Vater. Thank you.
Und hier seht ihr Stufe Nummer 2. Denn ich habe die Überraschung in drei Stufen geplant. Zuerst das Artwork, was ihr gerade gesehen habt, dann halt das Zeichen-Stuff, den ich jetzt einpacke. Und dann werdet ihr gleich nochmal Gebackenes sehen. Weil ich dachte mir so, Auge, Tasten wegen Zeichen-Stuff und dann noch Mund. Why not? Weil, ja, eigentlich auch noch vier, aber seien wir ehrlich, es riecht nicht mehr so geil, wenn es nicht frisch aus dem Ofen kommt. Es riecht eigentlich fast gar nicht mehr, fällt mir gerade auf. Egal. Aber oh, freut euch auf die Reaktion. Sie wurde gut. Alina, du bist ein wunderschönes Reaction. Ich wollte gerade Opfer sagen. Ja doch, Reaction-Opfer. Ich habe dich zwar vorgewarnt, aber egal. Ich glaube, ich hätte dich auch sonst überredet, die Reaktion aufnehmen zu dürfen, hättest du dich geweigert. Ich darf das.
Da ist innen noch so halb roh, was man ja immer bei Brownies will. Und ich muss kurz anmerken, das ist ein veganes Rezept. Aber da ist auch kein Eiersatz drin oder so. Das funktioniert einfach ohne Ei. Und es ist so geil mit Früchten, weil durch den Fruchtsaft hast du es innen dann so schön quietschig und unten aber so schön fluffig und stabil. Und ich liebe sie. Und übrigens, weil es eine Fusion aus Brownies und Muffins ist, nenne ich sie Bruffins. Klingt total cool, oder? Okay. Ja. Was kommt jetzt? Zuerst das etwas unauffälligere. Etwas. Definiere etwas. Ich habe Angst. Ich sehe nur, deine Tasche ist voll mit Sachen und ich sterbe jetzt schon. Also eins davon kennst du schon und das andere ist neu. Muss ich gucken, wie ich es auspacke, dass ich es sehe und dass die Kamera es sieht. Ja, es hat 3 Stufen. Das ist Stufe 3. Also das hier kenne ich ja schon, genau, das hatte ich zum Geburtstag. Ja, ich habe voll vergessen, dass es noch bei mir rumliegt. Das war dann so, oh, das sieht ja aus, den Schmidt. Jetzt hat sie auch endlich wieder ein bisschen Liebe bekommen. Und ich will versuchen, dieses Jahr das wieder zum Laufen zu bringen. Ja, bitte, ich mach mit. Ich bin dabei. Ich habe sie ja sowieso schon wieder gezeichnet. Ich will, dass die Spezies zurückkommt. Ich will sie wieder nutzen. Ich schalte jetzt mal die Kamera aus, das ist wichtiger. Wer die Bilder als ihr, dann, ne? Stecken wir uns hinter. Oh mein Gott, das ist so cool! Dankeschön! Diese Glitzerfarbe, ey! Ja, ich liebe das. Sieht man auf der Kamera überhaupt? Glitzer, Glitzer? Vor allen Dingen das Silber, das ist so mein richtiges Liebling, weil du siehst es immer nur, wenn du es bewegst. Ja, so geil. Wenn es so liegt, sieht man es. Wenn ich so halt, dann ein bisschen. Boah. Alter! Du Übertreiberin! Das ist noch harmlos, der Hauptpunkt kommt jetzt. Ich sage nur bis noch. Wie kannst du nur? Ich hab's noch nicht gesehen und frag schon, wie kannst du nur? Ich werde dich. Ich hab gesagt, ne, man ist jetzt. Das hat wohl gemerkt, 3 einzelne kleine Magnete. 1, 2, 3. Ist denn heute Weihnachten oder mein Geburtstag oder beides auf einmal? Erstmal muss ich gucken, dass ich das aufmache. Hanukka. Hanukka. Jetzt muss ich mir auf die Nase. Klebeband ist der beste Freund der Geschenke. Ich will nicht, dass die mit dem Klebeband in Berührung kommen. Oh. Meine Hände zittern. Das ist gut. Alter! Das hält mit dem Auto. Das ist alles Klebeband. Ja, ich sag doch, Klebeband ist der beste Freund der Geschenke. Ich kenne sie nicht wirklich. Ich war schon mal. Es sind bis rübergefahren. Deswegen weiß ich, dass so eine Strecke für mich extrem anstrengend ist. Ja. Oh mein Gott. Es sind Aquarellstifte und ein Pinsel und Aquarellglitzerstifte. Nee, das sind normale. Normale? Okay. Aber die glitzern voll gut. Sparkle-Pigmente und das Blotto. Das soll auch glitzern. Ich habe die noch nicht ausprobiert. Die werde ich definitiv testen. Und es sind Eisbären. Und? Das ist ja schon das Beste. Spagat! Erstmal für die Kamera. Oh Gott, stopp! Da kommt noch mehr. Hilfe! Hilfe! Ich kann doch nicht. Wie soll ich denn? Wie soll sie das alles mit nach Hause nehmen? Ist nicht mein Problem. Du hast ein bisschen hingeschleppt und nicht weiter. Richtig. Hast du Gewaltzerstörung? Ja. Nein. Du darfst nicht an unsere Geschenke ändern. Oh mein Gott. Weißt du, wie oft ich die im Laden in der Hand hatte und mir dachte, eines Tages nehme ich mir eins dieser Skizzenbücher mit. Eines Tages. Das ist am Rand sogar lila. Das ja. Wie so ein Höhlenmensch. Was ist das? Was ist das? Oh, hier.
Buch! Tötend! Buch! Ich will das jetzt einmal auspacken. Ich will das jetzt präsentieren. Es ist beautiful. Ja. Es ist einfach ein und beautifules Papier. Ich habe schon im Laden ausprobiert. Oh. Copy klappen nicht. Also die tropfen durch, aber mit Buntstiften klappt es ganz bestimmt ganz gut. Es fühlt sich gut dafür an. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich bin noch nicht fertig. Wieso tust du mir das an? Ich bin so glücklich, ich sterbe gleich. Du kannst mich doch nicht mit so vielen Sachen überhäufen. Ich wiederhole, ich bin noch nicht fertig. Sie will dich quälen. Ach ja, stimmt, da ist noch eins. Wie ein Westbäckel. Nein, doch. Nein, wie nice. Ja. Ein faltbarer Wasserbecher. Ach. Für Aquarell unterwegs. Dinge, die mir immer gefehlt haben. Ja, ich habe mir den auch gekauft und vergessen einzupacken. Kann ich also immer? Flip. Ja. Unterwegs. Und dann kannst du ja auch Stifte ablegen. Das ist das Geilste daran. Ich pack die anderen jetzt mal nicht aus, aber theoretisch, ne, so. Ja. Wenn ich da mit dem Pinsel da drin war, kann ich den hier auch noch ablegen. Ja. You are des Wahnsinns. Alter. Alter, die Tasche hat keinen Boden, oder? Das ist die bodenlose Tasche. Nein, da ist noch was drin jetzt zum Zeichnen, aber das war's für dich. Das ist ja auch schon tausendmal mehr als ich... Alter. Wie? Das ist einfach nur ein Schattiergummi. Ein Radierstift. Und bei Bösner kriegst du für 1,10 Euro Nachfüller wieder, also. Ich gehe jetzt erstmal um die Welt und radiere Corona weg. Sie ja. Ja, ich bin der Ursprung. Falls es beruhigt, ist auch nur eine Sache. Das ist auch eine Sache. Und das ist auch eine Sache. Und ja, aber ich meine, guck mal, das war jetzt zusammen eins. Deswegen meine ich, das ist nur eins. Das sind jetzt nicht noch drei Sachen, die alles zusammen. Nein, nein, das ist nur eins. Eins, eins. Wirklich eins, eins. Ja, das und nicht fünf, eins. Das war das Einzige, was ich kaufen wollte. Und der Rest kam random dazu, als ich durchgegangen bin. Alter, du bist zu lieb. Eigentlich diese ist Welt. Das Hauptding. Metallic Aquarell! Holy fucking fuck shit! Machst du dich kaputt? Fuckity fuck fuck fuck, du hast keine Werbung bei deinem YouTube, das ist nicht schlimm, nein. Na gut. Fucking fuck, fuckity fuck shit! Alter! Oh. Ja. Alter! Lass mal hier. Einmal. Es funkelt! Und es hat sogar fucking lila! Ein helles Lila, nicht so ein pechschwarzes. Lila. Und dann passt ja da theoretisch der hier bestimmt. Ja. Ah! Du kannst auch die Metallic-Stöckli an den Seiten reinpassen. Upp. Aber dann wird es da drin, der ist zu fett dafür. Dann kannst du da nichts mehr reinpacken. Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ne? Um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Nein. Gucken, nein. Kannst aus. Das hat dieses Ringding. Damit du es festhalten kannst in der Hand. Ach so. Ja, das hat mich schon irritiert. Um das mal zusammenzufassen, du Irre, kaufst ein Skizzenbuch. Aquarell, Metallic, Farben. Glitzer, Farben. Ein Radierstift für die Farben. Aquarell, Farben. Und hieß. Und Kartis, ein Deckeli und dann bringst du mir auch noch zwei DIN A4 Artworks mit. Sag mal! Ich kann's halt! Ich hab die Bitte los, du kommst jetzt nicht zu mir, du bist jetzt bei mir, du bist jetzt mein Zeichenskörper. Soll ich das wegschmeißen, den Müll hier? Nein, das ist alles meins, das hab ich geschenkt gekriegt! Müll! Der ist direkt hier vorne. Meins! Es ist Müll! Mein Müll! Ich liebe diesen Müll! Jedes Stück dieses Mülls liebe ich!
Ich verrate nicht, wie viel ich bei Blister ausgegeben habe. Ich muss dir demnächst irgendwie ein Werkzeug zuschmeißen. Ich sag mir, was du haben willst. Ich mach das hier mit dem Skizzenbuch, das ich dir mal bestellt hatte. Ich bestell alles direkt zu dir hin. Alter, das ist doch... Das kannst du nicht machen. Doch, siehst du doch. Das ist sowas hier überhaupt gibt? Ja, das habe ich auch nur dahin gesehen. Das war so... Also eigentlich willst du nichts mehr kaufen, aber es ist zu gut. Ich hatte eigentlich vor, selber noch irgendwann zum Bösner zu gehen. Ich muss nicht mehr, ich hab jetzt alles. Diese Glitzerfarben. Geh auf. Glitzer, Glitzer, Sparkle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr setzt sich gerade wie ein Hund, der kurz vor der Kastration steht. Du wirst nicht kastriert. Du wirst nicht kastriert. Vielleicht doch. Das ist dann seine Schuld. Du hast meinen Müll geklaut, den habe ich geschenkt bekommen. Also, das sind eigentlich ungebacken, sahen die aus wie Croissants, ja. Aber die sind halt dann zusammengeplattet. Okay. Aber es ist im Prinzip Kekse, ganz einfach gesagt. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen, dass wir es einmal hier präsentieren können, was hier alles drin ist, ey. Oh. Und das sind, ich nenne sie Bruffins, weil es ist Brownie-Teig, aber halt in einer Muffinform mit einer kleinen Obstfüllung. Bruffins. Ja. Schaut mal, es gibt Bruffins. Wow. Brownie Muffins! Bruffins! Wenn du nicht so der Brownie ist, so. Jetzt wirst du es sein. Was? Als würde ich wieder was Neues erzählen. Mein Obst da drin ist voll gut. Dadurch sind sie erst so quietschig unten. Ist das so? Kiwi oder ist das so? Ja, Kiwi, Erdbeer und Apfel. Ich liebe Kiwi. Ich mag solche Sachen da eigentlich, deswegen schon was finde. Das sind so viele Bruffins. Ja, das sind meine ich ja. Ist, ich will nichts mehr tragen. Mach ich glaube ich auch gleich. Esst Bruffins, probiert Bruffins. Ich würde mal einen Bruffin essen. Ja, Bruffins. Reaktionen. Ja, hier ist doch Essen und wir sind woanders. Wo sehe ich jetzt was? Hier ist Essen gegangen. Bruffins. Ja. Brownie Muffins mit Obst drin. Oh Gott, nee. Was ist da für Obst drin? Kiwi, Apfel und Erdbeer. Apfel muss ich leider. Aha. Also, gibt's hier keinen Apfel. Cookies, also Kekse. Also eigentlich so, aber die sind zerbröselt. Deine Frau sagt, du sollst essen. Das da? Das also, oder das oder das ist dein Befehl. Also das hier ist dasselbe. Nimm einfach einen halben hiervon, das ist nicht so viel wie ein Brötchen. Und es ist mindestens im Ganzen, komm. Nicht auf das Bild. Du Du hast mir das angereicht. Also, das ist deine Schuld. Liebe! Liebe! Ja. Er ist kein gutes Filmmaterial. Nee. Das ist schon so ein Gefühlsausbruch. Kann ich so eskalieren wie ich. Mission geglückt.